Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 30. Dezember 2019 mit einer Skatlegung für die Sternzeichen. Und zwar, wie wird dein Monat Januar, wie entwickelt sich deine Seelenpartnerschaft im Monat Januar? Ich bitte dich, dass du erstmal deine Augen schließt und in der Energie der Kristallschale eintauchst und natürlich, dass du mir deine Gedanken zusendest, während ich jetzt erstmal meine Kristallschale anschwinge. Was erwartet dich im Januar? Oh, ich nehme wahr, dass es ein bisschen kränkelt jetzt hier bei dir, vielleicht auch in den Gefühlen. So, ich nehme wahr für den lieben Widder, also in der Seelenpartnerschaft, dass da also auf jeden Fall hier der Neuanfang noch so ein bisschen blockiert ist. Da ist eine gewisse Zurückhaltung da, also auch eine gewisse Traurigkeit, also ganz schon, das Ganze ist schon so ein bisschen blockiert, man weiß auch nicht recht, wie, wo das hinführt. Also, liebe Widder, ich rate dir, greife hier zur Spiritualität, öffne dich für die Spiritualität. Der Widder ist auch ohnehin ein sehr kopflastiger Mensch, dass du aus dich dafür, dein Bewusstsein dafür öffnest. Also werde dir bewusst, kommt auch hier weiter, das wird dich in Kraft bringen. Nehme dir die Zeit des Rückzugs generell in deine Seelenpartnerschaft, werde dir darüber bewusst, was du auch in deinem Leben möchtest. Also dass du bei dir erstmal ankommst, bei dir ganz ankommst und das dauerhaft mit Erfolg. Was erwartet jetzt den lieben Widder im Monat Januar? Also bei sich selber ankommen und sich auch die weibliche Seite öffnen, also auf das Intuition auch natürlich vertrauen. Natürlich kannst du auch, wenn du einen anderen Aszendenten hast oder den Mond in anderen Sternzeichen, dann kannst du mehrere Sternzeichen für dich anschauen. Das sind kurze Videos, als kurzer Einblick in den Monat Januar. Ich probiere es aus jetzt und ich hoffe, das gefällt dir. Du findest dich hier in diesen Videos wahr. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich umso mehr, wenn du mir auch dann ein Like hinterlässt, vielleicht dieses Video mit deinen Freunden auch teilst auf Facebook und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst und das nächste Mal halt auch dabei bist. So, liebe Widder, soweit ich das jetzt hier sehe, du bist schon in deinem Gefühl, allerdings beobachtest das Ganze so aus der Beobachterperspektive im Januar. Du schaust hier schon auf das Vertrauen in feste Partnerschaft und auf deinen Selbstwert, ja. Also im Außen, es ist wichtig, dass du im Außen noch immer mehr, also die Impulse, was aus deiner Seele kommen, also von deiner Intuition, dass du ihnen einfach lauschst, also im Außen. Das wird dich also immer mehr noch, also deine innere Impulse werden dich mehr mit dir selber verbinden. Du kommst mit dir besser zurecht. Du weißt besser, was du möchtest. Und auch wenn du dich dafür zurückziehen brauchst, also du hast das Bedürfnis, du möchtest gerne mit dir alleine sein, mach das. Also das kann dir auch helfen, dass du besser bei dir ankommst. Also soweit du das hier siehst, kommst du im Januar schon in deine Kraft. Wir schauen jetzt mal deinen Herzensmenschen an. Also dein Herzensmensch befindet sich im Kopf und er tut sich auch soweit schwer, weil also ihm geht es auch nicht so gut. Also soweit ich deinen Herzensmenschen wahrnehme, also ich schaue euch schon noch an, also da sind sehr viele Gefühle für dich
Und also du bist auch schon die große Liebe. Und wenn er an dich denkt, also da ist auch dieses große Glück da. Und vielleicht hat er dir auch schon das mitgeteilt. Auf unbewusster Ebene verbindet euch etwas aus dem früheren Leben. Also soweit ich das jetzt hier sehen kann. Also es geht wirklich darum, dass deinen Herzensmenschen bewusst ist, dass er auf unbewusste Art und Weise, dass er die Verantwortung für sein Tun und sein Handeln auch übernehmen muss und an bestimmte Situationen wachsen muss und diese Abwehrhaltung wirklich vielleicht auch ein Stück weit dieses Eifersucht, die Kontrolle, die Verlustängste, die Abwehrhaltung auch ein Stück weit in deine Richtung loslassen sollte. So, bei dir sehe ich das schon, dass du sehr bewusst wirst und zwar dauerhaft, also du wirst ehrlich auch mit dir sein, lieber wieder. Also es kostet dich auch manchmal viel Kraft, also Tränen und Traurigkeit, soweit ich das jetzt hier wahrnehme. Lerne im Monat Januar so ein bisschen Diplomatie, also dich zurückzuhalten. Also was dir helfen kann, in deine Kraft zu kommen, kann dir helfen, indem du in dieses verliebte Gefühl hineingehst, die Spiritualität mit hineinbeziehst und schon einmal Pläne schmiedest für die Zukunft. Also das ist hier der Neuanfang und das deute ich jetzt so, dass du lernst regelrecht, dass du visualisierst, auch im Monat Januar, dass du Pläne schmiedest, einfach generell für die Zukunft. Dein Herzensmensch ist hier, also die Seelenpartnerschaft, er arbeitet an seine Seelenpartnerschaft. Ich nehme aber hier, oder an eure Seelenpartnerschaft, nehme aber generell hier wahr, also eine gewisse Traurigkeit, also dass es hier etwas kränkelt. Also die Lebensfreude ist so ein bisschen blockiert und das kränkelt so ein bisschen. Und also es geht wirklich erstmal in der Stabilität zu kommen. Das ist auch eine karmische Verbindung zwischen euch, was ich hier wahrnehme. Aber trotzdem diese Nähe und der Verbundenheit ist zwischen euch da. Auch die telepathische Verbindung. Aber das verzögert den Prozess, weil dein Gegenüber sich einfach nicht traut, dass das so ein bisschen zögerlich das Ganze angehen lässt. Du kannst hier viel bewirken, indem du lernst, wirklich diplomatisch zu sein. Schwinge dich in dieses Gefühl der Verliebtsein hinein und öffne dich ein Stück weit für die Spiritualität. Visualisiere dir deine Ziele. Ich frage auch die Tarotkarten für den lieben Widder für den Monat Januar. Lieber Widder, du hast hier das Gefühl, also die Grundenergie ist hier für dich, du hast auch ein Stück weit Zukunfts- und Verlassensängste, also Verlustängste, das ist diese Abwehrhaltung auch bei dir und du hast auch vielleicht schlaflose Nächte und auch vielleicht schlechtes Gewissen, bereust du etwas, ja, und ja, das ist allgemein nicht so eine schöne Energie, also wieder grübelt, sehr schon wieder. Und man manifestiert, also indem man also immer mehr grübelt, manifestiert man bestimmte Dinge. Also es geht wirklich darum, dass du, umso mehr du grübelst, also fehlt dir auch die Motivation und ja, du verpasst auch wirklich gute Chancen dadurch, weil ja, du bist auch so ein bisschen verschlossen. Ich habe das Gefühl, dass du auch teilweise beleidigt bist oder manchmal auch so ein bisschen Unlust hast und verschließt du dich auch so ein bisschen vor Versöhnung auch generell. Also die fünf Kelche, also du hast hier wirklich das Gefühl zu scheitern. Du bist hier traurig und bist auch enttäuscht, auch verletzt. Du hast auch hier seelische Verletzungen und du hast also regelrecht so ein Stück weit Liebeskummer und du fühlst dich alleine und das zieht sich so im Monat Januar. Und du hast das Gefühl, dass du einen Mitbewerber noch an deiner Seite hast mit dem Seelenpartner. Also du hast das Gefühl, du musst dich mit irgendjemand messen hier, also dich den Herausforderungen stellen. Und ja, das gibt dir so eine innere Hin- und Hergerissenheit. Also das gibt dir ein ungutes Gefühl. Und also im Januar geht es hier, ja, dass du ein Stück weit vielleicht auch gerne dieses
altbewährte behalten möchtest, dass du ganz fleißig bist, dass du wirklich sagst, ich möchte gerne das Vertraute, das Altbewährte für mich festhalten, also diese Vertraute und diese Beständige auch festhalten, und dass du also wirklich durch diese negativen Energien, dass dich das so ein bisschen unmutig macht und du sehnst dich danach, also wirklich diese treue, sinnliche, beständige Beziehung auch zu leben und auch an diese vertraute Alte auch festzuhalten. Und das, du kannst das wirklich lernen, indem du das auch immer wieder visualisierst, ja, wie wir das hier auch gesagt haben, also dass du Pläne schmiedest und dass du deinen Blick, also deinen Kopfkino, diesen Kopfkarussell so ein bisschen ablegst, weil umso mehr du das fühlst, umso mehr zieht dich das doch generell runter. Und schau mal hier, wie die Karten negativ fallen. Ich weiß, also es ist schwierig, da rauszukommen, aber fokussiere dich auf das Gute, auf das Endresultat, was du haben möchtest. Ich hoffe, du konntest das Liebefieder für den Monat als wichtiger Ratschlag für dich in deine Seelenpartnerschaft annehmen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über einen Like, und umso mehr freue ich mich, wenn du das nächste Mal auch hier dabei bist und live mein Video anschaust. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.